Ich will nicht eure Hände sehen. Ich will mit euch durch Wände gehen und mit Worten Brände legen. Kein Blatt vom Mund des Senders wegen. Herzlich willkommen zum Tagesrausch heute live aus dem Hanfmuseum Berlin. Wir stehen vor der Sonderausstellung 775 Jahre Berlin und kein Tag ohne Hanf. Und ich habe mir jemanden eingeladen, der auch kein Tag ohne Hanf von sich sagen kann. Horst, ihr kennt ihn vielleicht schon von der Hanfparade oder vom letzten Hanftag. Meine Lieblingsentdeckung als Redner dieses Jahr, ich muss es gestehen, ich habe mich spontan in dich verliebt, als du da auf dem Hanftag das Mikrofon ergriffen hast. Und ich habe schon lange keinen mehr gehört, der so aus tiefster Seele rumgekotzt hat. Okay. Wir haben ja Meister so semi-professionelle bis professionelle Redner und es war sehr angenehm, da jemanden zu haben, der halt die ganze Plattitüden noch nicht so aus dem Ärmel schüttelt. Ich merke das ja bei mir selbst, dass ich auch auf viele Fragen dann schon Standardantworten habe. Warum ist das bei dir nicht so? Warum ist es bei mir nicht so? Ich denke, weil ich seit 20 Jahren aus tiefster Überzeugung wirklich auch glaube, dass diese Pflanze heilige Pflanze ist, ein Geschenk von meiner Art zu glauben. Also ich habe keine feste Religion, ich bin unter anderem auch dem Protestantismus vor 3 Jahren abgeschworen, aber ich habe mir von allen Religionen dieser Erde versucht, das Positive rauszuziehen und sehe irgendwo, dass eine der positivsten Pflanzen unserer Natur, mit vielen anderen natürlich, aber eben der Hanf ist. Und ich will einfach wieder, dass er den Menschen zur Verfügung steht. Mhm. Du benutzt Hanf nicht nur wie ich als Genusskonsument, sondern du verfolgst eine medizinische Absicht. Magst du den Zuschauern kurz erklären, warum du glaubst, dass du ein Anrecht auf Cannabis als Medizin hast? Ja, zum einen ist es ja so, ich habe, wie viele Menschen auch du, es heute noch benutzt, es benutzt, um mich zu berauschen. Im Rahmen meines Gebrauchs kam aber nach ein paar Jahren des Gebrauchs ein schwerer Zweiradunfall in mein Leben, der mich halt so ganz knapp am Rollstuhl vorbeifliegen hat lassen. Und das war 1996 schon. Seit der Zeit bin ich quasi mehrere Wochen, Monate im Jahr angewiesen eigentlich auf Schmerzmittel. Habe aber in meiner eigenen Familie mit meinem Vater, der lustigerweise eine ähnliche Begebenheit in seinem Leben hatte mit einem Autounfall, live miterlebt, wie es halt ist, wenn man über Jahrzehnte herkömmliche Schmerzmittel, chemische Substanz verwendet. Das hat bei meinem Vater in einer Leukämie geendet. Ich komme nicht raussuchen, wie ich mal sterben werde, aber ich möchte es ganz gern ohne Leukämie schaffen und vor allem nicht von einer Leukämie, die ich mir vorher mit scheinbaren Heilmitteln zufüge. Also ich gehe halt von einer Naturheilkunde aus und da halte ich halt Hanf für viele Krankheiten als das bessere Alternativfunk gegen alles, was im Moment eben verabreicht wird. Hast du schon Ausnahmegenehmigung? Benutzt du Dronabinol? Auf welcher Eskalationsstufe bist du in dem Verfahren? Das ist sehr schön, das so zu formulieren. Ich würde es jetzt so formulieren, ich bin ja ein Mensch, der sehr viel in seinem Leben mit dem Sportfußball verbindet. Ich würde sagen, wir sind jetzt gerade beim Final Elfmeter. Also es schaut so aus, dass nachdem ein erstes Gutachten der Bundesopiumstelle zu klein war, mein Arzt jetzt nochmal ein sogenanntes großes, detailliertes, ausführliches Gutachten hinterhergereicht hat. Es ist ausdrücklich von meinem Arzt das Dronabinol abgelehnt. Es wird auf Medizinal-Hanfblütentherapie hingewiesen. Und jetzt wird diese Woche das Schreiben an die Bundesopiumstelle versandt. Und dann wird Horst schauen, was die Menschen in der Behörde dort machen. Im Zweifelsfall sehen wir uns dann halt mit einem Bescheid auf irgendeinem deutschen Gericht wieder und dann müssen wir halt klagen, weil ich sehe da schon ein Recht auf Heilung für mich selber und auch für alle anderen Menschen in diesem Land. Und da muss man halt auch mal dann sich mit der ganzen Republik anlegen, wenn es halt im Zweifelsfall nicht anders geht. Du trittst in der Öffentlichkeit gerne unter dem Namen Horst is guilty auf, für alle, die kein Englisch können. Das heißt, Horst ist schuldig oder Horst hat Schuld. Ist das im juristischen Sinne gemeint oder? Naja, ich sage es jetzt einfach mal so, gegen mich sind in meinem Leben verschiedene Verfahren wegen Betäubungsmittelgesetzverstößen gelaufen. Ich wurde auch mehrfach verurteilt und auf jedem Urteil, das ja ein böser Mensch, der zu verurteilen ist, erhält, steht ja oben drüber im Namen des Volkes. Und man muss sich schon das bewusst machen, dass ein Richter, der in Deutschland ein Urteil fällt, nicht nur einen Menschen verurteilt,
Und auch die Polizisten, die einen Menschen verhaften, nicht nur einen Menschen verhaften, sondern da hängen ja auch immer Angehörige mit dran. Kinder, Frauen, Mütter, Väter etc. pp. Diese Art der Verfolgung hat mich dazu bewogen zu sagen, Leute, okay, ihr verfolgt mich so lang, der Staat kennt mich mit vielerlei Dingen auf privater Ebene in- und auswendig. Ich konnte es auch nach außen drücken und zwar sagen, hier, ich bin's, ich bin schuldig, weil ich überhaupt kein Schuldgefühl dazu habe, Hanf jemals benutzt zu haben, Hanf zu benutzen und Hanf auch weiterhin benutzen zu werden. Also ich habe da nichts Kriminelles damit im Sinn. Wer das kriminalisiert, muss sich überlegen, ob er auf der humanitären Ebene auf dem richtigen Weg ist. Apropos humanitäre Ebene, Gerichtsverfahren, Ausnahmegenehmigungsverfahren, all das kostet Geld. Wie können die Zuschauer dir helfen auf deinem Weg? Ich werde mit Sicherheit in absehbarer Zukunft noch in diesem Kalenderjahr versuchen, einen Verein zu begründen. Der Verein wird das Ziel haben, eben diese Medizinalnutzung des Hanfes voranzutreiben, all den Menschen beratend zur Seite zu stehen, die da irgendwie auf den Weg gehen wollen. Und explizit für diesen Verein wird da sehr bald ein Konto eingerichtet sein, das dann via Facebook, via YouTube erreichbar ist. Wer also unterstützen möchte, kann dann dort irgendwie tätig werden, wie auch immer. Okay, und für alle, die noch überlegen, ob es sinnvoll ist, Horst zu unterstützen, gibt es jetzt zum Abschied noch einen Ausschnitt aus der, wie ich finde, gelungenen Rede auf dem Hanftag 2012. In diesem Sinne, danke Horst für das Interview. Ciao. Auch bald. War geil hier, danke. Wir danken dem Hanfmuseum, auch meine Jungs, die heute alle mit dabei sind. Und bless up, wir machen weiter. Tschüss. Es muss endlich aufhören, die heilige Glauben zu vollgegeben ist. Illegal zu machen und eine Droge wie Alkohol, die jedes Wochenende Todesopfer in dieser Republik fordert, weiterhin so zu fördern und vorangehen zu lassen. Ich komme aus Rotenburg aus der Taufer. In wenigen Wochen findet dort ein mittelalterliches Fest statt, wo es Tradition ist, dass gefeiert wird, dass der Bürgermeister im 30-jährigen Krieg mit einem 3,25 Liter Ex-Trunk von 3 Liter Wein die Stadt errettet hat und dann 3 Tage im Koma lag. Das ist deutsche Leitkultur. Darauf kotze ich, meine Herren und Damen. Ich will nicht eure Hände sehen. Ich will mit euch durch Wände gehen. Und mit Worten Brände legen, kein Blatt vom Mund, deswegen.